ist Dreieich aktuell kompakt. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in den kommunalen Kindertagesstätten zum Streik aufgerufen. 9 der 18 Einrichtungen in Dreieich bleiben vollständig geschlossen. In den verbleibenden Einrichtungen wird ein Notdienst für Kinder angeboten, deren Eltern nicht in der Lage sind, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren, jedoch dringend darauf angewiesen sind. In Dreieich geben seit Montag Anne-Marie Stein, Sabine Hilbert, Claudia Breitfelder und Barbara Maurer Auskunft. Vollständig geschlossen bleiben Kita Erich Kästner, Gravenbruchstraße, Horst-Schmidt-Ring, Kita Oysterwicker Straße, Nahgangstraße, Zeisigweg, am Lachengraben, Rückertsweg und Birkenau. Ein Notdienst wird angeboten in der Kita Winkelsmühle, Kurt-Schumacher-Ring, Borngarten, Friedhofstraße, am Wilhelmshof, Schulstraße, Krippe-Hegel-Straße, Hort-Heiner-Chaussee und Eisenbahnstraße. In Lang sind außer bei 2 Einrichtungen ebenfalls die Eltern vom Streik betroffen. Also im Wesentlichen sind alle Eltern betroffen, bis auf das Haus Bullerbü oben in der Darmstädter Straße und das Schulkinderhaus für die Hortbetreuung. Alle anderen Einrichtungen streiken entweder die ganze Woche oder nur an einzelnen Tagen oder haben an einzelnen Tagen einen eingeschränkten Dienst. Die ganze Woche geschlossen sind die Kitas im Grünen, Ohmstraße und Zimmerstraße. Am 11. Mai waren die Kitas Steinberg am Wald Neurott, Nordlicht und Wundertüte betroffen. Am 12. Mai sind die Kitas Hegweg und Nordlicht geschlossen. Am 13. und 15. Mai die Kitas Kunterbund und Wundertüte. Letztere ist am Freitag nur von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Für Eltern, die keinen Ersatz für Betreuung stellen können, hat die Stadt Lang einen Notdienst organisiert. Ja, also wir haben es folgendermaßen gelöst. Die Kita Sonnenschein hat komplett geschlossen und in dieser Kita gibt es eine Notfallbetreuung für maximal 75 Kinder. Und die Eltern, die Betroffenen, können sich bei uns im Fachdienst 23 Kinderbetreuung können sich bei diesen melden und Bescheid sagen, dass sie eben einen entsprechenden Platz brauchen. Und wir werden dann gewährleisten, dass bis zu einer maximalen Größe von 75 Kindern ein Platz auch zur Verfügung steht. Betroffene Eltern in Lang können unter der Nummer 06103 2030 einen freien Platz beantragen. Und für Mittwoch und Freitag 11 und 16 Kinder. Das heißt, unser Notfallangebot wird in dem Maße gar nicht in Anspruch genommen. Wie lange der Streik dauern wird, ist aktuell unklar, denn der Ausstand ist unbefristet.